Willkommen zu einem kleinen Sondertutorial zu Robot Destructor auf Scratch. Das ist ein Spiel, das ich vor kurzem entdeckt habe und ich dachte, ich mache ein Tutorial dazu, um etwas Abwechslung in die Tutorial-Reihe zu bringen. Kurzer Disclaimer am Anfang, der nicht auf dem Skript steht. Es könnte sein, dass die Audioqualität ein bisschen schlechter, vielleicht leise ist, weil mein Kopfhörer nicht so richtig funktioniert, deswegen nehme ich das jetzt ohne auf. Und ja, es werden dann auch in Zukunft wahrscheinlich wieder ein paar Let's Plays kommen. Und ja, ansonsten versuche ich natürlich weiterhin die Qualität zu verbessern und versuche, also ich habe leider im Moment sehr viel um die Ohren, deswegen kamen in letzter Zeit weniger Videos. Ich verspreche immer wieder, dass mehr kommen, aber irgendwie kriege ich es dann doch nicht so richtig hin. Ich schaue mal, was ich machen lässt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Tutorial. Freut euch in der Zukunft auf weitere Tutorials und auf Let's Plays logischerweise. Und damit können wir jetzt weitermachen. Am Anfang eurer Karriere im Robot Destructor steht die Waffen- und Perk-Auswahl. Ihr könnt zwischen 9 verschiedenen Waffen und 9 verschiedenen Perks auswählen. Es gibt einige sehr gute und einige sehr schlechte Waffen. Meiner Erfahrung nach ist das Stealth SMG die beste Waffe im Spiel. Mit einer höheren Feuerrate, genauso großem Schaden als das M16, allerdings kleinerem Magazin, ist es die beste Waffe des Spiels. Das M16 ist quasi die Marathon-Variante des Stealth SMGs. Mit seinem 30-Kugel-Magazin und 500 Schuss pro Minute. Allerdings solltet ihr auch andere Waffen ausprobieren, um euer ideales Setup zu finden. Auch bei den Perks habe ich klare Favoriten. Ich benutze den schneller Nachladen-Perk und den schnellere Heilung-Perk. Wahlweise benutze ich in meinem aktuellen Loadout auch den Perk, der den Heilungs- und Lüftungsschacht-Timer reduziert. Das Wichtigste ist, im Kampf nie stillzustehen. Wenn ihr euch hinstellt wie eine Lead-Fast-Säule, dann werden euch die meisten Waffen mit einem Magazin töten. Nutzt euren Doppelsprung und fliegt zwischen den Kugeln hindurch. Auch wenn ihr angeschlagen seid, könnt ihr euch in ein Gefecht wagen. Mit der richtigen Menge an Geschick könnt ihr durch die Blutgott-Mechanik eure Heilung beschleunigen. Die gibt euch bei jedem Kill die Hälfte eures Lebensbalkens zurück. Sollte jemand versuchen, euch mit einem Messer zu töten, versucht wegzurennen, dann über ihn zu springen und während der ganzen Zeit Kugeln auf ihn einregnen zu lassen. Das war soweit all mein Wissen zu Robot Destructor. Ihr könnt euch weiterhin auch bei einer der zahlreichen inoffiziellen Fraktionen im Spiel anmelden. Meine verlinke ich euch in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video oder vielleicht auch mal in-game. So, und jetzt zum Schluss des Videos. Nochmal ein kleiner Zusatz. Das war schon wieder ein kürzeres Video. Ich hoffe, in nächster Zeit können wieder längere Videos kommen. Für das Skript habe ich sehr lange gebraucht. Nicht, weil das Skript jetzt so lang ist, sondern weil ich immer wieder unterbrochen wurde von anderen Arbeiten. Und deswegen hoffe ich trotzdem, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne bei Golden Prime vorbei. Lasst gerne ein Abo da und soweit wäre dann alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.